Gläubigerschutz ist das alleroberste Anliegen des deutschen Handelsrechts und deswegen ist das Vorsichtsprinzip auch von so wichtiger, von so großer Bedeutung in der Buchhaltung und sogar so wichtig, dass daraus nochmal 5 weitere Unterprinzipien abgeleitet werden. Erstens das sogenannte Niederstwertprinzip, das bedeutet nur, dass Vermögensgegenstände im Zweifel eher zu niedrig als zu hoch bewertet werden. Also das, was wir haben, sollte man niedrig ansetzen. Demgegenüber steht das Höchstwertprinzip. Das ist dann der Fall bei Verbindlichkeiten. Verbindlichkeiten sollten im Zweifel eher zu hoch angesetzt werden als zu niedrig, also unsere Schulden. Drittens, alle bekannten Risiken berücksichtigen, das heißt, alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die uns bis zum Abschlussstichtag bekannt sind, müssen auch berücksichtigt werden. Viertens, das Realisationsprinzip. Gewinne dürfen erst ausgewiesen werden, wenn sie realisiert sind. Und fünftens, das Imparitätsprinzip. Verluste müssen berücksichtigt werden, auch wenn sie noch nicht realisiert wurden. Also wir haben hier so Paare, einmal in Bezug auf hier Forderungen und Anlagen und auf der anderen Seite in Bezug auf Verbindlichkeit und hier eben einmal in Bezug auf Gewinn und einmal in Bezug auf Verlust. Ne? Und das hier ist allgemein in Bezug auf Informationen. So, es gibt noch weitere Grundsätze, die neben dem Vorsichtsprinzip gelten. Einmal das der Unternehmensfortführung. Bei der Bilanzierung muss davon ausgegangen werden, dass das Unternehmen weiterhin fortgeführt wird, wenn nicht tatsächliche oder rechtliche Gründe entgegenstehen. Das klingt ein bisschen trivial, aber es ist trotzdem als Prinzip festgehalten. Wenn man keine andere Vermutung hat, dann nimmt man eben an, dass das Unternehmen weiter bestehen wird. Nächster Punkt ist die Einzelbewertung. Will heißen, Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln zu bewerten, kann man auch nicht gegeneinander verrechnen. Dann die periodengerechte Abgrenzung. Das bedeutet, dass Aufwendungen und Erträge dem Geschäftsjahr zugerechnet werden müssen, in dem sie entstanden sind. Und zwar egal, wann die jeweiligen Zahlungen dazu erfolgen. Ja, und das ist eben ein ganz wichtiges Thema im Rechnungswesen, die sogenannte Rechnungsabgrenzung beschäftigt sich ausschließlich damit, mit Geschäftsvorfällen, wo eben ein Aufwand oder ein Ertrag zu einem anderen Zeitpunkt anfällt als die jeweilige Zahlung dazu. Dann gibt es noch die Bewertungsstetigkeit. Die im vorhergehenden Jahresabschluss verwendeten Bewertungsmethoden sind beizubehalten, auch einfach nur, damit es vergleichbar bleibt und damit man nicht jedes Jahr den Anhang neu komplett lesen muss. Und dann das Anschaffungskostenprinzip. Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilden die oberste Grenze der Bewertung und dienen als Basis für die Ermittlung von Abschreibungen. Will heißen, eine Maschine kann nicht höher bewertet werden in unseren Büchern als das, was sie gekostet hat oder das, was sie gekostet hat, herzustellen.